So, schönen guten Tag. Schön, dass ihr euch das anschaut. Vielleicht habt ihr das irgendwo auch schon mitbekommen. Es geht heute um Emma Goldman, eine amerikanische Anarchistin. Und die hatte jetzt kürzlich, also im Mai 2020, hatte die ihren 80. Todestag. Ich habe diesen Vortrag das erste Mal gehalten zum 75. Todestag. Da wurde ich darum gebeten, ob ich nicht was über die erzählen könnte. Und als diese Bitte kam, dachte ich mir, dann erzähle ich wahrscheinlich einfach so, wie ich das meistens bei solchen Sachen mache, etwas über die Ideen, für die Emma Goldman gestanden hat. Also würde ich dann was erzählen über Anarchokommunismus, über den frühen Anarcha-Feminismus, über Arbeiterbewegungen und so weiter. Und jetzt weniger über die Person. Allerdings habe ich dann in den Recherchen für eben diesen Vortrag mir auch deren Biografie endlich mal zu Gemüte geführt, die zu der Zeit auch kürzlich nochmal neu aufgelegt wurde. Und da fiel auf, eigentlich ist das Leben von ihr es auch wert, so erzählt zu werden, als mehr biografischer Vortrag. Und deswegen werde ich das jetzt auch wieder so machen. Also anhand der Stationen von Goldmans Leben erzählen, wofür sie jeweils gestanden hat, mit wem sie zu tun hatte und in welche Konflikte sie da geraten ist, von denen es durchaus einige gibt. Hier sieht man sie übrigens auf diesem Bild da in der Mitte, direkt bei dem lila Dreieck, die einzige Person ohne Hut in dieser Menge, wie sie gerade zu den versammelten Massen spricht. Ja, also sie hatte gerade ihren 80. Todestag und ihre Biografie ist als Autobiografie rausgekommen unter dem Namen Gelebtes Leben. Und sie schrieb mal auf die selbstgestellte Frage, ob ihr lebenswert gewesen sei: Mein Leben, so wie ich es gelebt habe, verdanke ich all denen, die hineingekommen sind, kurze oder lange Zeit verweilten und es wieder verließen. Ihre Liebe, ebenso wie ihr Hass, haben es lebenswert gemacht. Ja, und zu diesen Leuten zählen einige, deren Namen man sicherlich auch schon mal gehört hat. Ihr eigener ist durchaus einer der bekanntesten von denen, zumindest in der äußerst linken Szene. Aber neben ihrem tatsächlichen Namen wurden ihr noch allerhand Schimpf- oder auch anerkennende Namen verpasst. Einer davon, den seht ihr hier gerade, ist Königin der Anarchisten, was durchaus in dem Zwiespalt auch so gedacht ist. Warum hat sie so viele unterschiedliche Namen bekommen? Weil sie auch viele unterschiedliche Sachen gemacht hat in ihrem Leben. Also, sie war Aktivistin in der Arbeiterinnenbewegung, in der feministischen Bewegung, ist relativ schnell zum Anarchismus gekommen, der dann sie ihr ganzes Leben lang begleitet hat und hatte auch mehrere verschiedene Jobs. Nicht nur, dass sie politische und zeitkritische Autorin und Rednerin war, sondern sie hat auch gearbeitet als Näherin, als Krankenpflegerin und sogar als Eisverkäuferin zusammen mit ihrem damaligen Lebensgefährten. Ja, wie wurde sie genannt? Die gefährlichste Frau Amerikas, das, was eben auch der Titel dieses Vortrags ist, vom damals noch nicht Polizeichef, eine moderne Jeanne d'Arc oder auch von der Zeitung die große Idealistin, eben die Königin der Anarchisten. Und die Zeitungen waren nicht immer so freundlich mit ihr, wie dass sie sie einfach als große Idealistin bezeichnet hätten, sondern man sieht es hier auf diesem Foto, wie sie dann schon mal dargestellt wurde, nämlich umringt von einem Feuerkranz, darunter zwei Dolche, das Gesicht des Teufels und dazwischen Emma Goldmans gezeichnetes Gesicht finster dreinblickend. Also unter Feuer, Dolch und Teufel hat man es teilweise damals nicht gemacht, um politisch unliebsame Personen zu beschreiben. Naja, also ihr Konterfei sehen wir noch heute, auch auf allerlei Devotionalien, die man sich so kaufen kann. Zum Beispiel kann man sich Tassen mit ihr drauf kaufen, man kann sich Sticker, allerlei Broschüren natürlich, bis hin zu Kleidung und Unterwäsche besorgen mit Zitaten und Bildern von ihr drauf. Viele von denen, die ich hier benutze, habt ihr garantiert schon mal irgendwo gesehen, weil die recht verbreitet sind. Und sicherlich habt ihr auch schon mal
dieses sehr bekannte ihr zugeschriebene Zitat gehört: Wenn ich dabei nicht tanzen kann, dann ist es nicht meine Revolution. Möglicherweise hat sie das gar nicht selber so gesagt, ist aber relativ unwichtig, ob sie das so gesagt hat, denn ähnliche Sachen hat sie durchaus von sich gegeben, weil eine Puritanerin ist sie überhaupt nicht gewesen. Zum Beispiel hat sie sowas hier geäußert. Die Sache, also die anarchistische Sache, durfte nicht erwarten, dass ich zur Nonne und die ganze Bewegung zum Kloster würden. Wenn sie es dennoch tat, wollte ich nichts damit zu tun haben. Ja, was ist diese Sache, von der sie da berichtet? Das ist eben der Anarchismus. Und wenn man dieses Wort zu hören bekommt, kriegt man einiges an Interpretationen, was das eigentlich sein soll. Ja, von irgendwelchen endzeitmäßigen Rockerserien an bis hin zu drohenden Sachen, wo überall Anarchie herrschen soll. Gucken wir uns jetzt erstmal an, was Emma Goldman dazu meinte. Nämlich schreibt sie darüber, was der Anarchismus ist. Anarchismus ist die Philosophie einer neuen sozialen Ordnung, basierend auf einer von menschlichen Gesetzen uneingeschränkten Freiheit. Die Theorie, dass alle Formen von Herrschaft auf Gewalt beruhen und deshalb falsch und schädlich sowie unnötig sind. Also schon mal so eine Doppelbedeutung im Wort Anarchismus. Es ist einerseits die Bezeichnung für eine Zukunftsgesellschaft, andererseits ist es auch die Bezeichnung für eine Theorie, mit der man versucht, die jetzige zu beschreiben. Näher auf diese Zukunftsgesellschaft eingehen, schreibt sie dann auch. Die neue soziale Ordnung beruht selbstverständlich auf der materialistischen Lebensgrundlage, aber obwohl alle Anarchisten darüber einstimmen, dass das Hauptübel heutzutage ein ökonomisches ist, sind sie davon überzeugt, dass die Aufhebung dieses Übels nur durch die Berücksichtigung jeder Phase des Lebens, der individuellen ebenso wie der kollektiven, der inneren ebenso wie der äußeren Entwicklungsphasen erfolgen kann. So, das gibt dem Ganzen also jetzt noch ein bisschen weitere Dimensionen, was sie eigentlich sagen möchte. Man kann dieses Zitat als so eine Art Aufgabenbeschreibung für die Anarchisten betrachten. Erstens, man vertritt die Vorstellung einer Zukunftsgesellschaft. Zweitens, man hat eine Theorie, die einem die Grundlagen zur Kritik des Bestehenden gibt. Und drittens, diese Sache mit den ökonomischen Grundsätzen ist als ein Kommentar zur Auseinandersetzung mit dem Marxismus zu verstehen. Denn eine übliche marxistische Einwendung gegen den Anarchismus ist, dass er zu sehr oder vollständig eigentlich von der materialistischen Fundierung abweicht. Dass der Anarchismus ein reiner Idealismus ist, also die Idee, dass durch Ideen und deren Durchsetzung die Welt sich ändert und nicht durch die Gesetzmäßigkeiten im wirtschaftlichen Geschehen. So, jetzt versucht sie hier ein bisschen zu behaupten, dass diese Kritik zu kurz greift, weil natürlich nicht ein reines Ideenspiel gemeint ist, sondern man sich sowieso auf die Kritik der schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse basiert und dass man diese aber im Zusammenhang mit anderen Faktoren noch sehen muss. Und das, sagt sie, wären verschiedene menschliche Sachen, also Elemente des individuellen und des kollektiven Lebens. Eine Aufgabenbeschreibung, wie gesagt, ja, in diesem kurzen Abschnitt kann man nicht sagen, wie das genau erfolgen soll, aber man kann schon mal die Aufgabe daraus ziehen, wenn man also sich dem Anarchismus als Kritikform verschreiben will, dann müsste man versuchen, eine Theorie aufzubauen, die es schafft, individuelle und kollektive menschliche Verhaltensweisen im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklung zu betrachten. So, das soll erstmal zu den theoretischen Figuren reichen, um ungefähr zu sagen, was das eigentlich soll. Ist eine Anarchistin, also sie ist eine, die eben das vertritt, die Abschaffung von menschlicher Herrschaft. Wie ist sie eigentlich dazu gekommen? Wie gesagt, ihr Leben lohnt sich zu erzählen und es lohnt sich auch da relativ früh bei anzufangen, also in der Kindheit von Goldman. Und diese Kindheit begann im heutigen Litauen, ja, Ort, der Kovno hieß, heute Kaunas,
am 27. Juni 1869. Emma Goldman war die Tochter von Taube Bjenowitsch und Abraham Goldman, eine jüdisch-orthodoxe Familie. Und Abraham Goldman war der zweite Ehemann von Taube Bjenowitsch. Das heißt, sie ist vorher schon mal verheiratet gewesen, der Mann ist gestorben und dann hat sie diesen Abraham Goldman geheiratet. So, Emma Goldman war das älteste Kind aus dieser Ehe, hat sie noch einen Haufen weitere Geschwister. Und das Verhältnis zu den Geschwistern war durchaus besser als das Verhältnis zu den sonstigen, Quatsch, als das Verhältnis zu ihren Eltern. Ja, was die Mutter angeht, war sie eher als passive Rolle ihr erschienen, so beschreibt sie das. Der Vater hingegen war jemand, der als Kleinbürger gebeutelt war von einer Geschichte vieler missglückter Geschäftsversuche. So, und dann ging er als bereits vorgezeichneter, nicht so erfolgreicher Geschäftsmann in diese Ehe ein und erhoffte sich, dass ihm aus dieser Ehe ein Sohn geboren wird, denn das soll dann sein Stammhalter sein, der die Tradition fortführt. Nun passiert es aber, dass Emma geboren wurde und für ihn war das ein weiteres Unglück auf seinem Pfad der Unzufriedenheit, das ihn jetzt auch noch verfolgt. Zusätzlich war er relativ gewalttätig gegen die Kinder, was durch die Mutter duldend hingenommen wurde. Und neben dieser Duldung von dem gewalttätigen Vater erschien sie der Emma als eher lieblose Person. Erst viel später, halt im Rahmen ihrer Autobiografie, hat sie sich darüber Gedanken gemacht, woher diese Lieblosigkeit kommen konnte. Nämlich schrieb sie, dass die Liebe ihrer Mutter mit dem jungen Mann gestorben ist, mit dem sie im Alter von 15 Jahren verheiratet wurde. Ja, verheiratet wurde, fällt einem vielleicht auf, jüdisch-orthodoxe und konservative Familie, da war das damals so. Hier unten sieht man die Familie, ja, mit dem Vater, der Mutter und Emma da hinten im Hintergrund. So. Sie hatte insgesamt fünf weitere Geschwister aus der ersten Ehe, eben diese zwei Halbschwestern und drei Brüder, die dann später zum Glück für den Vater kamen. Woher kam diese Gewalttätigkeit des Vaters? Auch dazu hat Emma dann später mehr geschrieben, nämlich hat sie vermutet, das käme vermutlich aus sexueller Frustration seinerseits. Gut. Die Familie ist mehrfach umgezogen. Als sie von Kaunas aufs Dorf gezogen war, hat Emma schon als Kind etwas gesehen, was sie grundsätzlich prägen sollte für den Rest ihres Lebens. Nämlich musste sie Zeugin werden, wie auf offener Straße ein Bauer durch einen gesellschaftlich höher gestellten verprügelt wurde wegen irgendeiner Nichtigkeit. Und das hat sie dermaßen beeindruckt, dass sie, schrieb sie, wegen dieses Erlebnisses einen lebenslangen Abscheu gegen jede Form von Autorität entwickelt habe. Die Schulzeit war auch geprägt von diesem Abscheu vor Autorität. Man muss sich vor Augen führen, dass die Schule damals deutlich autoritärer organisiert war, als sie das heute immer noch ist. Nämlich konnte Emma die Realschule besuchen und war dort durch ihr aufmüpfiges Verhalten ziemlich schnell auf dem Kieker ihrer Lehrer gekommen. Besonders hatte sie es geschafft, dass sie einen Lehrer, der übergriffig gegen Schüler geworden ist, rauswerfen hat lassen, was nicht unbedingt ihr Ansehen bei den restlichen Lehrern gesteigert hat. Ihre schulischen Leistungen waren nichtsdestotrotz ziemlich gut, sodass es möglich gewesen wäre, dass sie auch auf ein Gymnasium gewechselt hätte. Aber es war damals so, dass man Empfehlungsschreiben von seinen Lehrern braucht, die bezeugen, dass man auch gutes Betragen an den Tag legt. Und das wurde ihr verweigert von ihrem Religionslehrer. So, also sie konnte nicht aufs Gymnasium gehen, obwohl sie das gerne getan hätte. Sie hatte ein großes Interesse an verschiedenen Arten von Bildung. Stattdessen musste sie, nachdem die Familie nach St. Petersburg umgezogen war und dort in ziemlich bitterer Armut leben musste, zusammen mit ihren Geschwistern auch arbeiten gehen. So, die Kinder mussten arbeiten gehen. Der Vater war der Ansicht,
dass ein Mädchen sowieso keine höhere Schulbildung braucht, denn er meinte, was ein jüdisches Mädchen braucht, ist zu wissen, wie es für die Familie sorgt und dem Mann viele Kinder beschert. Das sah Emma anders und stattdessen las sie dann die Literatur, die sie zu greifen bekommen konnte und was viele fortschrittlich gesonnene Leute im russischen Zarenreich damals sehr rezipiert haben, waren die Werke der Nihilisten. Nihilisten sind jetzt nicht das, was man vielleicht heute als Nihilisten kennt, nämlich Leute, die entweder alles relativ systemlos kritisierenden Zweifel ansetzen oder Leute, die einfach an nichts glauben oder denen alles egal ist, wie man das aus Filmen kennt, sondern die russischen Nihilisten waren eine Form von bürgerlich-revolutionär gesinnten Intellektuellen, die sich auf Demokratie und nicht einfach tradierte Menschenrechte berufen haben und auf Wissenschaft. Aber unter diesen Nihilisten gab es eben auch einige, die für Attentate und politische Gewalt sehr zu haben waren und besonders die nihilistische Rezeption des Attentats auf Zar Alexander II. Hat damals sehr interessiert und auch sicherlich seine Spuren im Denken Emma Goldmans hinterlassen. Außerdem, was auch viele junge Radikale damals gelesen haben, war der Roman Was tun von Tscherniszewski. Und in diesem Roman hat sich Emma besonders wiedergefunden in einer der Protagonistinnen, die nämlich aus einem konservativen und unterdrückerischen Elternhaus geflohen ist, um sich dann einem Textilarbeiterkollektiv anzuschließen. Was für Goldman im wahren Leben allerdings anstand, war, dass die Eltern der Ansicht waren, dass es langsam an der Zeit wird, ihr einen Ehemann zu verpassen, wie es eben üblich war. Aber sie hat das verweigert und hat darüber beschlossen, dass sie niemals eine arrangierte Ehe annehmen würde, sondern dass der einzige Grund, warum sie heiraten würde, jemals aus Liebe sein kann. Tatsächlich war es dann anders. Es ist dann so gekommen, dass sie später zum Heiraten einen noch besseren Grund gefunden hat als die Liebe. Aber da kommen wir später zu. So, sie müsste also weiterhin arbeiten, konnte ihr Selbststudium fortsetzen. Und während der Arbeit in einem Korsettstudio kam sie auch mit Mitgliedern der höheren Schichten in Verbindung und durfte dann feststellen, dass die sich, ähnlich wie sie das bei den Prügeleien gegen den Bauern schon gesehen hatte, alles andere als zivilisiert aufführen, sondern die dort Angestellten bedrängen. Also hochrangige Militärs, adlige und reiche Bürger. Und es muss auch was passiert sein, dass sie dann später veranlasst hat zu schreiben, sie sei schockiert, dass der Kontakt zwischen Mann und Frau so brutal und schmerzhaft sein kann. So, mit der Zeit war es so, dass sich auch die judenfeindlichen Pogrome im Zarenreich gehäuft haben und die Zukunftsaussichten weder wirtschaftlich noch sozial noch eben was den gesellschaftlichen Frieden angeht, waren besonders rosig für die ganze Familie Goldman. Und es waren aber nicht die Eltern und nicht die junge Emma, sondern ihre Schwester Helena, die so eine Art Mutterrolle für sie hatte, die sich angeschickt hat, in die USA auszuwandern. Und diese Chance, in dieses Land der Freiheit, tatsächlich auch im Vergleich mit dem russischen Zarenreich auszuwandern, die wollte Emma auch nutzen, was ihr erstmal untersagt wurde von den Eltern. Emmas Reaktion auf dieses Untersagen war, dass sie angedroht hat, sich stehenden Fußes in den Fluss zu stürzen und zu ertränken, wenn sie nicht diese Reise mit antreten dürfte. Und schließlich wurde dann auch eingelenkt und sie ist mit der Schwester nach Rochester im Staat New York umgezogen. Ja, mit sich häufenden antisemitischen Pogromen ist dann ein Jahr später schließlich auch der Rest der Familie mit nach Amerika gekommen, wo sie dann eben einen Großteil ihres Lebens wirken sollte. Sie arbeitete da dann tatsächlich nicht in einem Kollektivbetrieb, sondern als Näherin in einem normalen kapitalistischen Betrieb unter den Bedingungen, die damals üblich waren. Und übliche Bedingungen damals, Ende des 19. Jahrhunderts, waren, du arbeitest 10 Stunden am Tag für 2,5 Dollar die Woche, was auch schon damals nicht besonders viel war.
Diese Arbeitsbedingungen waren nicht nur unter Textilarbeitern, sondern allgemein ähnlich unschön. Und es gab damals große Streik- und Protestbewegungen, die sich unter anderem um den Kampf für den 8-Stunden-Tag drehten. Und im Zuge dieser Protestbewegung ereignete sich die sogenannte Haymarket-Affäre, von der man vielleicht schon gehört hat. Hier sieht man ein Plakat, das damals gemacht wurde, wo aufgerufen wird zu einer Massenversammlung auf dem Haymarket in Englisch und Deutsch. Warum? Weil unter den Arbeitern in den USA damals viele deutschsprachige Immigranten waren. Bei dieser Haymarket-Affäre kam es dann während einer Protestkundgebung gegen vorher schon geschehene Polizeigewalt zu Ausschreitungen. Es wurde eine Bombe geworfen und in Reaktion darauf kam es dann auf diesem Haymarket zu einer Schießerei mit mehreren Toten und Verletzten. Als Verantwortliche, obwohl bis heute niemand weiß, wer die Bombe geworfen hat, wurden mehrere Anarchisten angeklagt, verhaftet und teilweise hingerichtet. Ein Urteil, das später dann als nichtig anerkannt wurde und offiziell mittlerweile gelten auch diese Hingerichteten als Opfer von Justizmorden. Jedenfalls hat das dann eine weitere Welle von Protesten nach sich gezogen, die viele junge Radikale erschaffen hat und auch so Emma Goldman nachhaltig mitpolitisiert hat, zusammen mit ihrer kindlichen und jugendlichen Vorprägung schon, hat sie so erste Kontakte in Richtung der politischen Szene bekommen. Kontakte mit der politischen Szene hieß damals unter den Arbeitern sehr viel einfacher auch, dass man Kontakte mit dem Anarchismus bekommt. Die war nämlich eine ernstzunehmende Kraft damals und speziell im Zuge dieser Haymarket-Affäre war das so. Goldman lernte dann auch einen anderen Arbeiter kennen, nämlich Jakob Kerschner, den sie erstmal geheiratet hat, aus Liebe. Dann haben sie sich wieder scheiden lassen, dann sind sie wieder zusammengekommen, haben sich wieder scheiden lassen. Eine Sache, die heute schon kritisch beäugt werden würde, aber man würde es einfach eine On-Off-Beziehung nennen und vielleicht darüber die Nase rümpfen oder sich wundern, warum das so irregulär vonstatten geht. Damals war das wirklich unerhört und einfach unmoralisch. Das sah auch Emma Goldmans Familie so, sodass sie im Zuge dieser On-Off-Beziehung dann aus der gemeinsamen Wohnung herausgeworfen wurde. Sie ist dann von Rochester nach New York City gezogen und schreibt, sie habe nur ein paar Dollar und ihre Nähmaschine dabei gehabt. In New York City war, kann man sich vielleicht vorstellen, die politische Szene auch nicht unbedingt klein und da hat sie einige der heute immer noch bekannten Vertreter des Anarchismus und Sozialismus getroffen. Man traf sich damals im Café Sachs. Und da lernte sich jemand kennen, den man hier auf diesem Bild sieht. Das ist Alexander Bergmann, der dann später ihr langjähriger Freund und Lebensgefährte, Mitbewohner, Mitverschwörer und so weiter werden sollte. Über Alexander Bergmann lernte sie aber erstmal jemand kennen, der zunächst wichtiger in ihrem Leben sein sollte, nämlich Johann Most. Ein weiterer Immigrant, sozusagen Flüchtling aus dem Deutschen Reich, der sich den Sozialistengesetzen entziehen wollte und von der Sozialdemokratie, wo er in Deutschland herkam, sich immer weiter in Richtung Anarchismus entwickelt hat in seiner Zeit in Amerika. So, und dieser Johann Most war schon eine respektierte und bekannte Persönlichkeit, hat haufenweise aufwiegelnde Reden gehalten und er hat schnell festgestellt, dass offensichtlich Goldman ein Talent dafür hat, solche Reden zu halten. Also hat er sie aufgebaut, hat ihr Reden geschrieben und ihr gesagt, wie man diese Reden halten soll. Das hat sie dann auch getan. Und das erste Mal, als sie vor einer größeren Runde sprechen konnte, das muss eine ziemlich ekstatische Erfahrung für sie gewesen sein, so wie sie das beschreibt. Also wenn man sich diese Autobiografie mal vornimmt, dann lohnt sich durchaus auch diese gefühlsbetonten Beschreibungen ihres Erlebnisses als Agitatorin einmal durchzulesen. Ja, die beiden und Bergmann haben in der politischen Zeitschrift Die Freiheit mitgearbeitet und Goldman hat so langsam ihr politisch-theoretisches und ihr praktisch aufwieglerisches Potenzial ausgebaut. Während sie immer besser geworden ist und immer gebildeter, hat sie dann irgendwann festgestellt, dass sie sich doch zu sehr im Schatten Johann Most sieht.
Ja, sie schreibt sogar, sie würde sich wie der Papagei von Most fühlen, weil sie eigentlich nur seine Inhalte nach seinen Techniken vorträgt. Das hat dann dazu geführt, dass die zwei auseinandergegangen sind und erstmal eine Weile nicht mehr miteinander gesprochen hatten. Ein noch radikaleres Zusammentreffen werden wir später noch sehen, wo der Streit dann auch handgreiflich wurde. Ja, noch beim Bruch mit Johann Most hat sich stattdessen dann die Beziehung zu Alexander Bergmann vertieft und ist zu einer Liebesbeziehung geworden, aber zu keiner Hochzeit. Und jetzt hat sie wieder etwas Unerhörtes getan, nämlich ist sie mit dem Bergmann zusammengezogen, was heute einfach eine WG wäre und niemanden mehr aufregen würde, damals aber schon. Das war wilde Ehe und auch noch Zusammenleben, das ging nicht. Ein Hort der Sünde offensichtlich. Und aus dieser WG, wo sich verschiedene Radikale der Zeit getroffen haben, ist dann tatsächlich etwas passiert, was auch rechtliche Konsequenzen haben sollte. Und bevor ich jetzt darüber spreche, sollten wir nochmal kurz über die verschiedenen Begriffe anarchistischer Gewaltanwendung reden. Da gibt es nämlich eigentlich drei unterschiedliche Sachen: Terrorismus, direkte Aktion, Propaganda durch die Tat. Alles jetzt aus dieser Sicht dieser Unterscheidung wäre Terrorismus ein Akt, der verunsichern soll, also ein herrschaftlicher Akt, der dafür sorgen soll, dass der Gegner Angst hat und destabilisiert ist und man ihn dadurch schwächt. Direkte Aktion wäre was ganz anderes, kann erstmal aussehen wie Terrorismus, zum Beispiel, weil man Sachen zerstört. Also Sabotage in Betrieben. Aber muss es nicht. Direkte Aktion kann auch völlig gewaltlos sein. Gucken wir uns mal an, wie man direkte Aktion definieren kann. Nämlich schrieb Emma Goldman dazu, die direkte Aktion, die sich schon auf ökonomischem Gebiet als erfolgreich erwiesen hat, ist im Bereich des Individuums gleichermaßen wirksam. Hunderte von Zwängen beeinträchtigen dort sein Dasein und nur hartnäckiger Widerstand dagegen wird es endlich befreien. Direkte Aktion gegen die Betriebsführung, direkte Aktion gegen die Autorität des Gesetzes, direkte Aktion gegen den zudringlichen, lästigen Einfluss unseres Moralkodexes ist die folgerichtige, konsequente Vorgehensweise des Anarchismus. Warum ist diese Aktion direkt? Weil sie eben nicht wie der Terrorismus über den Umweg von Angst was zu erreichen sucht, sondern weil sie direkt einen wünschenswerten Zustand herstellen möchte. Also zum Beispiel wäre eine direkte Aktion im Rahmen von Arbeitsbelastung, ich muss 10 Stunden arbeiten, das ist mir zu viel, ich gehe nach 8 Stunden nach Hause. Das heißt, ich habe direkt den Zustand hergestellt, dass ich weniger arbeiten muss, als es für mich offensichtlich schlecht ist. Das ist eine direkte Aktion. Die ist in diesem Fall zufällig auch illegal, aber sie ist nicht gewalttätig. Ähnliches könnte sein. Es ist in meiner Straße zu hässlich, also pflanze ich Blumen. Weder illegal noch gewalttätig, aber stellt direkt, ohne dass irgendwer dazwischen geschaltet wird, ohne dass irgendein Element der Angst dazwischen aufgebaut wird, einen wünschenswerten Zustand her. So, das wären direkte Aktionen. Direkt, ohne dass jemand oder etwas dazwischen geschaltet wird, das herstellen, was man möchte. Jetzt schreibt sie, die ist auf ökonomischem Gebiet erfolgreich und damit meint sie solche Sachen wie Sabotageaktionen, Arbeitsverweigerung und so weiter. Sie schreibt aber auch, dass das auf den Bereich des Individuums sich auswirkt, nämlich, was ist damit gedacht? Nämlich, dass dasjenige Individuum, was eine direkte Aktion ausführt, dadurch sich seiner eigenen Macht bewusst wird und besser in der Lage ist, eine freie Gesellschaft mitzutragen. Das heißt, in der direkten Aktion wird nicht nur direkt etwas hergestellt, sondern es wird auch vorbereitet auf eine spätere freie Gesellschaft, wo man eben direkt, und zwar im besten Falle auch noch zusammen und in vernünftiger Absprache, wünschenswerte Verhältnisse erschaffen kann. So, also direkte Aktion ist was völlig anderes als Terrorismus, kann in manchen Fällen, zum Beispiel in Fällen von Sabotage, ähnlich aussehen, ist aber anders gemeint. Das Dritte, was wieder dem Terrorismus ähnlicher ist, wäre die Propaganda durch die Tat. Da ist aber auch, dass der Schwerpunkt ein anderer und sowas kann
durchaus auch Mittel der Angst mit einbeziehen. So, was soll das also sein? Propaganda durch die Tat. Man muss eine Situation vor sich haben, in der ein aufständisches Potenzial schon da wäre, aber nicht ausbricht. Also es muss irgendwo Leute geben, die in der Lage wären, sich zu organisieren, um dann gemeinsam direkte Aktionen zu machen und dann gesellschaftsverändernd zur Tat zu schreiten. Die würden aber von irgendwas aufgehalten, ist die Idee, nämlich davon, dass sie sich ihres Potenzials noch nicht bewusst sind oder dass sie darauf warten, dass irgendwas ihnen sagt, jetzt kann man aber zur Tat schreiten. Und da müsste etwas gemacht werden, was so schrecklich ist, dass es die herrschenden Verhältnisse unsicher erscheinen lässt, ähnlich wie beim Terrorismus, was aber auch so großartig ist, dass es die eigentlich zum Aufstand bereiten Individuen dazu bringt, sich zusammenzuschließen und dann den Aufstand auch zu tätigen. Also man versucht quasi durch das Vorbild vorzuleben, welche Macht in einem schlummert, auch die Ausübung dieser Macht zu provozieren. So, was könnte das sein? Goldman und Bergmann waren der Meinung, sie wären in einer solchen Lage. Während das der Fall war übrigens, hatten die beiden eine Eisdiele, die sie betrieben haben. Man kann sich also vorstellen, dass sie die gleichfolgenden Pläne wohl innerhalb ihrer Eisdiele auch geschmiedet haben, was, wie ich finde, eine ganz wunderschöne Vorstellung ist. Nun, also im Juni 1892, da gab es in Homestead, Pennsylvania, einen Streik auf ein Stahlwerk und dieser Stahlarbeiterstreik hat ziemlich gute Presse bekommen. Ja, das hat auch durch die liberale und bürgerliche Presse hat das eine ziemlich gute Stimmung gegeben. Auch die Gewerkschaft, die das gemacht hat, hat ziemlich gute Presse bekommen. Aber viel mehr passierte noch nicht und jetzt dachten sich Goldman und Bergmann, da ist doch irgendwie noch was zu machen, die müssen doch irgendwann losbrechen und die Revolution starten. Was tatsächlich schon passiert ist, waren Ausschreitungen während dieser Streiks. Ja, solche Streiks liefen damals anders ab, als man es heute vielleicht kennt, was daran liegt, dass die Bewaffnung einfach verbreiteter war und auch die Gegenseite rabiater vorging. Heute kennt man das ja immer noch, dass auch Streikbrecher eingesetzt werden, also Leute, die dafür bezahlt werden, in einem bestreikten Betrieb trotzdem weiterzuarbeiten, die von irgendwo außerhalb angekarrt werden. Die waren bewaffnet. Die Streikposten, die die bestreikten Betriebe bewachten, waren ebenfalls bewaffnet. Es kam also zu Schießereien, als man versucht hat, die Streikbrecher daran zu hindern, da reinzukommen. Ja, auch hier war die Presse nicht auf der Seite der Streikbrecher, sondern eher auf Seite der Streikenden. Und im Zuge dessen negative Presse hat der Manager dieses Stahlwerks bekommen, der hier abgebildete Henry Frick. Ja, Bergmann und Goldman waren jetzt der Meinung, man könnte doch was lostreten, wenn man diesen Frick erschießt. Haben sie auch versucht. Sie haben lange geplant, wie man da reinkommen soll. Es sollte so gemacht werden. Der Bergmann sollte sich eine Waffe besorgen und beim Frick ins Büro eindringen und ihn erschießen. Es war doch durchaus geplant, dass er dabei erwischt wird und ins Gefängnis kommt. Und Goldman sollte währenddessen die Propaganda machen, um das Ganze zu erklären und zu verteidigen, damit das dann auch die gewünschte Wirkung erzielt. Ja, die beiden hatten weiterhin wenig Geld und zwar gar nicht leicht, ohne Geld an eine Waffe zu kommen. Und Goldman hat tatsächlich versucht, sich zu prostituieren, um an Geld dafür zu kommen. Allerdings mit geringem Erfolg. Man hat ihr wohl angesehen, dass sie darauf eigentlich, also dass das ihr überhaupt nicht entsprochen hat. Und sie schreibt, dass beim Versuch, einen Freier zu finden, derjenige das so gemerkt hat, dass sie ihr ein paar Dollar in die Hand gedrückt hat und sie dann weggeschickt hat, sie möge das doch bitte lassen. Nun, nichtsdestotrotz, die beiden sind an genug Geld gekommen, die haben eine Waffe bekommen und Bergmann hat es tatsächlich geschafft, in das Büro vom Frick einzudringen. Hat da mehrfach auf ihn geschossen, hat ihn auch verletzt, aber nicht umgebracht. So, also Frick lebte, Bergmann wurde festgenommen und Goldman versuchte jetzt dieses Attentat zu rechtfertigen. Das hat aber nicht gut funktioniert, denn anders als die sich das vorgestellt haben, kam das keineswegs als großartige Aktion rüber, sondern als dumme und schädliche Aktion. Bergmann
ist auf 22 Jahre Gefängnis verurteilt worden. Bei Goldman haben sie das Haus durchsucht, da aber sonst nichts weiter gefunden. Sie selber wurde also nicht eingesperrt. Aber nicht nur in der Presse, sondern auch in der Arbeiterinnenschaft kam dieses Attentat überhaupt nicht gut an. Johann Most, den wir jetzt hier auf einem Bild sehen, hat öffentlich dieses Attentat verurteilt und im Zuge dessen kam es dann zum wirklich endgültigen Bruch zwischen den beiden. Die beiden wollten eine öffentliche Diskussion machen und Goldman muss sich darauf vorbereitet haben, nämlich hat sie sich eine Reitgerte besorgt, ist damit dahin gegangen und hat irgendwann während dieser Diskussion angefangen, auf den Most einzuschlagen, hat ihn aber verfehlt, also stattdessen die Reitgerte zerbrochen und auf den Most geworfen. Gut, also das war ein Misserfolg. Die gute Presse für die Streikbewegung eckte ab, ebbte ab. Es hat also sogar eher geschadet als genützt. Und Bergmann saß im Gefängnis. Goldman hat in der Zeit dann weiter versucht, durch Agitation die Leute zu überzeugen. Und in der fortschreitenden wirtschaftlichen Krise und steigenden Arbeitslosigkeit konnte sie da auch auf hörende Ohren stoßen. Bei solchen öffentlichen Reden, die sie gehalten hat, waren nicht nur interessierte Zuhörer, sondern selbstverständlich auch verschiedene Spitzel. Und die haben das mitgehört und später reportet, was sie da mitbekommen haben wollen, was für Goldman dann ein Problem gab. Nämlich hat sie in einem dieser Vorträge gesagt, man solle Arbeit verlangen und wenn man keine Arbeit bekommt, dann soll man Geld verlangen. Wenn man kein Geld bekommt, dann soll man Brot verlangen. Wenn man das nicht bekommt, dann soll man es sich nehmen. Ein dieser Spitzel will gehört haben, dass sie gesagt hat, man soll sich dieses Brot mit Gewalt nehmen, also würde sie zu Plünderungen aufrufen. Sie selber bestreitet das. Aber das reichte dafür, sie als eine gefährliche Frau zu brandmarken und für ein Jahr ins Gefängnis zu stecken wegen diesem Aufruf zur Gewalt. Die Zeit im Gefängnis hat sie aber nicht ungenutzt verstreichen lassen, sondern sie hat da entsprechend ihrem Wunsch, irgendwann Krankenpflegerin zu werden, angefangen, medizinische und Pflegeliteratur zu studieren. Sie schreibt dann, dass sie im Zuge dessen ihre Neigung zum Sorgenden, die sie auch in sich tragen würde, auszuleben. Ja, als sie nach Absitzen ihrer Haftzeit entlassen wurde, kamen tatsächlich 3000 Leute, um sie zu empfangen, einfach nur, weil sie rauskam, es war nichts weiter geplant, also man kann sich einen ziemlich beeindruckenden Auflauf vor diesem Gefängnis vorstellen, nur um zu sehen, wie sie wieder rauskam. Also ihre Popularität war offensichtlich weder durch den Gefängnisaufenthalt noch durch dieses Desaster mit dem Attentat auf Frick völlig den Bach runtergegangen. Ja, sie musste allerdings feststellen, dass sie trotz ihrer in Selbststudium angeeigneten Kenntnisse über Pflege und Medizin keine Krankenpflegerin werden durfte, weil man dazu eben ein Diplom braucht. Und das hat sie dann versucht auch zu bekommen. Und zwar ist sie dafür nach Wien gereist, ist da tatsächlich offiziell Krankenschwester geworden und hat da weiter ihre agitatorischen Tätigkeiten vollführt. Hat in Europa weitere berühmte Anarchistinnen und Anarchisten getroffen. Man sieht hier unten zwei Bilder, einmal Louise Michel und einmal Pieter Kropotkin. Louise Michel, also kann man als eine der Vordenkerinnen von anarchistisch-feministischen Gedanken sehen. Und wenn man sich für Theorien zum Umgang mit Tieren interessiert, auch dazu hat sie einiges geschrieben. Peter Kropotkin gilt als Begründer des kommunistischen Anarchismus, hat dazu einige theoretische Werke verfasst und hat ebenfalls ein ziemlich bewegtes Leben mit Gefängnisaufenthalten und Flucht aus diesen gehabt und so weiter, was sich auch lohnen würde, mal zu erzählen. Jedenfalls diese beiden damals schon bekannten Persönlichkeiten haben auch ihren Einfluss auf Goldman gehabt und sie haben sich auch persönlich getroffen. Ja, ihr Standing in der anarchistischen Strömung war irgendwann so groß, dass sie zum Internationalen Anarchistischen Kongress in Paris als Organisatorin auftreten konnte, 1899.
Also eigentlich eine Phase der politischen Popularität und des Erfolges, zumindest innerhalb der anarchistischen Bewegung. Aber ein paar Jahre später, nämlich 1901, ereignete sich wieder ein Gewaltakt, mit dem Emma Goldman direkt in Verbindung gebracht wurde. Was da nämlich geschah, war das Attentat auf den damaligen US-Präsidenten William McKinley durch Leon Czolgosz. Ja, also Emma Goldman lebte damals in einer WG in den USA und auch in dieser WG gingen die Radikalen ein und aus, war eben bekannt als linke Wohngemeinschaft in der Stadt. Und dieser Leon Czolgosz war ein weiterer radikaler Immigrant in die USA. Der kam aber ohne größere Kontakte dahin und auch ohne größere Sprachkenntnisse. Aber was macht man, wenn man als irgendwie Linker in eine neue Stadt kommt? Man sucht sich die coolen WGs aus, in denen die anderen Linken rumhängen und versucht dann da Kontakte zu knüpfen. Hat er auch gemacht. Und so erschien dann eines Tages dieser Czolgosz an der Tür der WG. Aber das hat er schon bei anderen gemacht, kam dann da immer an und hat in seinem gebrochenen Englisch sich gewünscht, dass man sich irgendwie kennenlernt und was zusammen macht. Wie wirkt so jemand? So geht es wahrscheinlich wie linken WGs heute immer noch. So jemand wirkt wie ein Spitzel. Ohne Verbindung, ohne dass ihn jemand kennt, kommt er und will irgendwie was mit linken Sachen zu tun haben. Also, Emma Goldman und ihre WG wurden bereits gewarnt, dass dieser komische Typ da herumläuft und haben sich dann entschlossen, ihn direkt der Tür zu verweisen. Mehr Kontakt hatte der zu Emma Goldman persönlich nicht. Sie wusste mit ihm entsprechend auch nichts anzufangen, aber natürlich hat sie weiterhin ihre Reden gehalten und diese Reden sollen dann den Czolgosz inspiriert haben dazu, eben diesen Präsidenten zu erschießen. Was er auch geschafft hat, ja, er ist zu ihm vorgedrungen, hat ihn erschossen und Goldman hat nicht öffentlich gesagt, dass sie das schlecht fand, diesen Präsidenten umzubringen. Naja, obwohl sie keine weitere Verbindung mit dem Czolgosz hatte und man ihr nichts nachweisen konnte, außer dass sie Sachen gesagt haben soll, die irgendwie inspirierend für diesen Anschlag gewesen sein sollen. Jedenfalls ist sie für 2 Wochen in Haft gekommen, abermals. Ja, Czolgosz ist relativ bald hingerichtet worden und soll zum Schluss gesagt haben: Ich tötete den Präsidenten, weil er der Feind der guten Menschen war, der guten, arbeitenden Menschen. Mein Verbrechen tut mir nicht leid. Ihm tat es nicht leid. Goldman hat es nicht direkt verurteilt. Aber was sie gemacht hat, ist, natürlich war sie im Fokus des öffentlichen Interesses deswegen, dass sie gesagt hat, mit ihren pflegerischen Fähigkeiten würde sie auch den Präsidenten versuchen, gesund zu pflegen, denn schließlich sei auch der ein Mensch und habe das verdient. Hat man natürlich nicht gemacht, ja, und das musste sich auch bewusst gewesen sein, aber als Geste muss man schon anerkennen, dass sie das so gemacht hat, um sich doch irgendwie von dieser Form der politischen Aktion zu distanzieren. Nach diesem ermordeten Präsidenten kam ein neuer, nämlich Roosevelt. Und von diesem Präsidenten hielt Goldman relativ wenig. Es lohnt sich, sich anzuhören, was sie über den zu sagen hatte. Und man könnte eigentlich sagen, was Goldman damals über Roosevelt gesagt hat, ist schon alles, was man heute über Trump und ähnliche Leute sagen könnte. Nämlich sagte sie Folgendes: Heute wie damals ist die öffentliche Meinung der allgegenwärtige Tyrann. Heute wie damals ist die Mehrheit eine Masse von Feiglingen, die bereit ist, den zu akzeptieren, der ihre eigene elende seelische und geistige Verfassung widerspiegelt. Das erklärt den beispiellosen Aufstieg eines Manns wie Roosevelt. Er verkörpert das schlimmste Element der Psychologie des Pöbels. Das mag überraschen, dass eine Anarchistin so schlecht über die Massen und den Pöbel schreibt. Pöbel ist doch mittlerweile eine Beschimpfung für Massen oder für einfache Leute einfach. Und tatsächlich sind es häufig die Anarchisten, die es schaffen, die unterprivilegierten Arbeiter oder die Arbeitslosen, die Prostituierten, die Künstler und so weiter, all jene, die am Rand der Gesellschaft stehen, also der Pöbel, zu organisieren. Ja, in marxistischer Terminologie
wenn solche Leute, das Lumpenproletariat, eine demnach ebenfalls unzuverlässige Ansammlung von Freaks. Wie kommt das also, dass sie so schlecht über die Massen und den Pöbel spricht? Massen waren doch eigentlich im Gegensatz zu Pöbel eher positiv besetzt, gerade im Sozialismus, wo man sich immer wieder auf die arbeitenden Massen oder die Massen überhaupt bezog. Bei Goldman ist aber zu sehen, dass sie diesen positiven Bezug auf die Masse nicht hat. Masse einfach als Ansammlung von vielen Menschen habe noch keinen revolutionären Gehalt, sondern einfach nur wären das viele Menschen. Was hingegen passieren müsste, wäre, dass die Individuen, die sich jetzt zu einer Masse verbinden, durch direkte Aktion sich ihrer Fähigkeiten bewusst werden, sich einer Utopie von einer besseren Gesellschaft in den direkten Aktionen aufbauen und dann erst zu revolutionären Subjekten werden. Also es ist nicht die Masse als solche, als Ansammlung von Menschen, die schon revolutionär ist, sondern aus dem, was jetzt Masse ist, formlos, führbar, dumm, dass aus dem eben etwas werden könnte, was dann erst zum revolutionären Subjekt wird. Und was man dafür bräuchte, wäre die direkte Aktion. Und diese direkte Aktion würde erstmal nicht automatisch wie aus dem Nichts durch die Massen gemacht, sondern am Anfang durch Minderheiten, die schon irgendeine Form von Bewusstsein haben, dass das der gute Weg ist. Das ist tatsächlich ein idealistisches Element. Ja, also ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte am Anfang gesagt, es gibt diesen marxistischen Vorwurf, dass der Anarchismus eigentlich nur idealistisch ist. Und tatsächlich geht zumindest Emma Goldman davon aus, dass es eine durch Ideale vorgebildete Minderheit gibt, die dann die direkte Aktion macht und dadurch zum Vorbild wird und dadurch die Massen zum revolutionären Objekt werden, Subjekt werden können. Sie hat dazu auch tatsächlich was geschrieben über die Rolle von Minderheiten und hat sogar so Zitate rausgehauen wie, dass Anarchisten im Grunde immer Aristokraten seien. Also sie wollte nicht aus Gründen der Anbiederung zu dieser Masse gehören, sondern sie war der Ansicht, dass sie zu einer Minderheit gehört, die als Vorbild und Anstachlerin zur Revolution leiten wird. Ja, die anarchistische Gefahr wurde von Roosevelt, den Goldman mindestens genauso verabscheut hat wie diese Art von führbaren Massen, vorangetrieben. Und zwar hat er extra gegen Anarchisten Gesetze entlassen. So zum Beispiel den Anarchist Exclusion Act kann man sich ungefähr vorstellen wie analog zu den Berufsverboten, die es in Deutschland gab, aus Angst vor der Sowjetunion. Ja, Emma Goldman, die eine Weile in der politischen Versenkung verschwunden war, kam im Zuge der Proteste gegen diesen Anarchist Exclusion Act zurück auf die politische Bühne. Und speziell wurde viel Propaganda gemacht gegen die Verhaftung des Anarchisten John Turner. Und zwar konnte man für den keine Freilassung bewirken, aber trotzdem wurde die Propaganda dagegen als Erfolg gewertet, weil man es eben geschafft hatte, so viele Leute für die Sache zu begeistern. Die Stimmung gegen Anarchisten auch in der Presse war nichtsdestotrotz schlecht. Man kann sich das hier angucken, auf diesem Bild. Da sieht man die Freiheitsstatue, wie sie von einem maskierten Mann mit Dolch und Bombe hinterrücks attackiert wird. Ja, mit finsteren Gesichtszügen, krausem Haar und spitzer Nase und so. Das ist nicht nur irgendein Anarchist, sondern es steht auch noch auf seinem Mantel, es ist ein europäischer Anarchist. Also er ist nicht nur politisch aufrührerisch und gewalttätig, er ist auch noch Ausländer. Und solche Leute gefährden also die freiheitliche Ordnung der USA, so hieß es damals. So, Goldman hat dann angefangen, publizistisch mit einer eigenen Zeitschrift tätig zu werden. Nämlich heißt diese Zeitschrift Mother Earth. Von der kann man auch ein paar Ausgaben noch online bekommen. Also Mutter Erde heißt das Ding. Und damals gab es noch nicht den Begriff des Anarcha-Feminismus.
sondern das war einfach Anarchismus und Feminismus, die beide zusammen in dieser Zeitschrift kamen. Was ist jetzt der Gehalt davon? Warum hat die das verbunden? Warum hat sie nicht einfach nur eine anarchistische Zeitung gemacht oder nur eine feministische Zeitung? Weil sie der Ansicht war, dass die Befreiung der Frau ein Teil der Revolution sein muss. Weder würde es reichen, einfach im Inneren der bestehenden Gesellschaft Reformen, die die Frauen schrittweise befreien und gleichgestellt machen, durchzusetzen, noch würde es reichen, auf die Revolution zu warten, mit der sich dann schon alles zum Guten wenden würde, so wie es teilweise im marxistischen und auch anarchistischen Sozialismus verbreitet war und ist. Ja, was haben die für feministische Themen behandelt? Dazu zählte einmal die Propagierung von freier Liebe, von Geburtenkontrolle und auch Beiträge über Prostitution. Zur freien Liebe muss man sagen, da hat Emma Goldman diese nicht nur propagiert, sondern auch praktiziert. Und zwar hat sie dafür den sogenannten Hobo-Doktor, also Penner-Arzt, Ben Wrightman getroffen. Und dieser Ben Wrightman war jemand, der unerhörte Sachen gemacht hat. Nämlich hat er erstens Leute behandelt, die kein Geld dafür hatten. Zweitens hat er aber auch Abtreibungen durchgeführt. So, und diese Abtreibungen waren verboten. Und auch Verhütung und die Propagierung von Verhütung war mit Strafen belegt und dem sogenannten Comstock Law. So, das hat Goldman aber nicht davon abgehalten, trotzdem Vorträge eben über Empfängnisverhütung zu machen. Und dann wurde sie zu 100 Dollar in Strafe verknackt, hat sich allerdings geweigert, diese Strafe anzutreten, aus Prinzip und ist deswegen lieber für die 2 Wochen ins Gefängnis gegangen. Ja, Bergmann war noch im Gefängnis, sollte aber befreit werden und das war eine Sache, an der Goldman selber nicht beteiligt war, aber sie wusste davon. Nämlich wurde tatsächlich versucht, einen Tunnel zu graben, durch den man Bergmann aus dem Gefängnis rausholen würde. Das ist aber aufgeflogen. Man hat es tatsächlich geschafft, diesen Tunnel ins Gefängnis einzubauen, aber der ist entdeckt worden. So konnte dieser Fluchtversuch nicht vonstatten gehen. Aber er wurde dann schließlich 1906 entlassen, war aber nicht mehr der, den Goldman kannte, als er ins Gefängnis eingeliefert wurde. Also sowohl körperlich als auch geistig war er total gebrochen und abgewirtschaftet. Und dieses Erlebnis hat Goldman nachhaltig schockiert und deprimiert über die nächsten Jahre. Ja, sie hat weiter ihre Vortragstouren gemacht, hat dabei aber auch festgestellt, irgendwie kommen so viele Leute nur des Ereignisses wegen, eigentlich um sich hier zu unterhalten. Und das ist gar nicht das, was sie möchte. Was sie doch möchte, ist, die Leute zu erreichen, die wirklich die Inhalte hören wollen und damit auch was anfangen können. Wie macht man das am besten, dachte sie sich. Na, am besten so, indem ich einfach niederschreibe, was ich hier sowieso erzähle. Und dann kann man sich hinsetzen mit dem Buch und nachlesen und reflektieren, was ich zu sagen habe. Hat sie also gemacht, hat dann so eine Essaysammlung veröffentlicht, Anarchismus und andere Essays, die kann man auch heute noch kaufen. Es gibt die einerseits, also in deutschen Übersetzungen gibt es die auf anarchismus.at zu lesen. Ich würde allerdings empfehlen, für die Printausgabe ein paar Euro in die Hand zu nehmen, weil die Übersetzung da deutlich besser ist. Die frei verfügbare Übersetzung im Internet enthält Formulierungen, die so keinen Sinn ergeben und wahrscheinlich sinnentstellend sind. Das hier, was man sich kaufen kann, ist die bessere Wahl, wenn man die 10 Euro oder so übrig hat. Ja, nach ihrem geringen Erfolg auf dem Gebiet der Arbeiterbewegung hat sich Emma Goldman eben zuerst dem Feminismus zugewandt und später dann auch dem Antimilitarismus. Denn ihr wisst ja sicherlich, das 20. Jahrhundert hat so richtig erst angefangen mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges. Und es war damals illegal, zur Kriegsdienstverweigerung aufzurufen. Auch war es überhaupt nicht leicht,
gegen diesen Krieg zu agitieren, denn die Willigkeit, den mitzukämpfen, war auch in der amerikanischen Arbeiterbewegung recht groß. Kein Vergleich mit dem, was in Deutschland passiert ist, wo es die SPD geschafft hat, durch vollständige Integration in das Deutsche Reich die Arbeiterklasse kriegsbegeistert zu halten. Und das auch aus der deutschen Arbeiterklasse selbst kam. In Amerika war es nicht ganz so, aber trotzdem, Kriegsbefürworter gab es dort genug. Und wie gesagt, es war eben verboten, dagegen zu agitieren. Haben die trotzdem gemacht. Also Bergmann und Goldman im Rahmen der No Conscription League, also der schreibt dich nicht ein für den Kriegsdienst Liga. Die zwei wurden verhaftet. Natürlich, weil das Ganze mussten sie öffentlich machen. Relativ klar, wer dahinter steckt. Und wurden zu Geldstrafen und 2 Jahren Haft verurteilt. Nicht nur das, natürlich wurde auch deren gemeinsame Wohnung durchsucht und das war insgesamt für alle Beteiligten, zumindest in der öffentlichen Stellungnahme, ein Erfolg. So schrieb man staatlicherseits, eine Wagenladung anarchistischer Daten und Propagandamaterials wurde beschlagnahmt. Was sicherlich keine große Übertreibung ist, denn die werden haufenweise Flugblätter bei sich gehortet haben. Goldman selber schrieb, ebenfalls überzeugt vom Erfolg der Aktion, 2 Jahre Gefängnis, das ist ein geringer Preis. Nämlich ein geringer Preis dafür, dass man den eigenen Überzeugungen gemäß gehandelt hat und trotz des Verbotes gegen die Einschreibung in den Kriegsdienst agitieren konnte. Ja, die zwei saßen also im Gefängnis und das ist ja auch bekannt. Nicht nur der Erste Weltkrieg fand statt, sondern auch die Revolution in Russland. Und einhergehend damit war in der ganzen Welt die Angst vor dem Bolschewismus groß, so auch in Amerika. Und nun hatte man einen Haufen aufrührerischer, sozialistischer Gefangener, die ja eine Keimzelle dessen sein könnten, dass auch in Amerika eine der russischen ähnliche Revolution starten könnte. Die wollte man nicht haben. Also gab es eine Massendeportation von politischen Gefangenen in die junge UdSSR. Man schrieb dann triumphierend, man habe 2 der gefährlichsten Anarchisten aus dem Land verwiesen. So, im Jahr 1919 kamen Goldman und Bergmann dann also in die UdSSR mit 250 anderen Gefangenen zusammen und waren erstmal äußerst angetan davon, was sie da vorfanden. Nämlich schrieb Goldman, was sie da vorfinden würde, wäre die grundlegendste, weitreichendste und alles umfassendste Verwirklichung von Prinzipien der menschlichen Freiheit und des ökonomischen Wohlstandes. Das schrieb sie in ihrer Zeitschrift Mother Earth, als sie gerade in die frische Sowjetunion deportiert worden war. Diese Begeisterung dafür, was sie da vorfinden konnte, währte allerdings nicht sehr lange. Sie blieb in dem Land und beobachtete das alles ganz genau, ähnlich wie der vorhin schon erwähnte Anarchist Pjotr Kropotkin, der erstmal ganz angetan davon war, dass endlich sozialistische Ideen in einem Land, das vor allem so rückständig vorher war im sozialen und wirtschaftlichen Vergleich, nämlich das Zarenreich, verwirklicht wurden. Aber relativ schnell stellte sich heraus, dass die vormals revolutionär und nach Rätedemokratie aussehenden Strukturen einem autoritären Staat wichen, der vieles hinweggewischt hat, was erstmal für Leute wie Goldman oder Kropotkin verheißungsvoll aussah. Ja, die beiden schrieben offene Briefe an die Führung, wo es dann immer wieder hieß, na, wenn du so weitermachst, Lenin, dann wird irgendwann der Name Sozialismus ein Schimpfwort sein. Und tatsächlich ist es ja auch so gekommen, mindestens in den USA haben wir das immer noch, dass wer als Sozialist beschimpft wird, eigentlich als autoritärer Gleichmacher und terroristischer Herrscher beschimpft wird. Ja, über diese Erfahrungen schrieb Goldman das Buch, das dann als My Disillusionment in Russia, also meine Enttäuschung in Russland herauskommen sollte, wo das alles drin beschrieben wurde. Also
die Formierung der Sowjetunion zum autoritären Staat. Aber was sie eben noch gesehen hat, war, dass es neben der Einschränkung von Freiheit auch einen Aufschwung von Antisemitismus gab. Den kannte sie ja schon aus dem Zarenreich und ist vor eben dem geflohen. Jetzt sah sie aber, da kommt eine neue Art von Antisemitismus auf. Da Goldman auch Jiddisch sprechen konnte, hatte sie wohl auch einen ziemlich guten Zugang zu den jüdischen Bewohnern der Sowjetunion und also auch mehr Vertrauen bei denen, hat also Sachen gehört, die andere vielleicht nicht so mitbekommen haben, wenn sie nicht selbst Täter waren. So zum Beispiel, dass sich der Antisemitismus als eine Form von Anti-Intellektualismus äußert, also dass man diese ganzen weißhändigen Intellektuellen, die selbstverständlich Juden sind, doch an die Laternen knüpfen sollte, weil das keine richtigen produktiven Arbeiter seien. Dass es diese ganzen Einschränkungen von Freiheiten gibt, wurde natürlich auch kommentiert von der sowjetischen Führung und wurde erklärt damit, dass das eben in dieser historischen Phase notwendig sei, also mit historischer Notwendigkeit argumentiert. Goldman war der Ansicht, man dürfe doch nicht dieser eingebildeten historischen Notwendigkeit das Zugeständnis machen, dass man die möglichen Errungenschaften der Revolution einfach aufgibt. Endgültig einen Bruch mit der Sowjetunion im Inneren und dann auch materiell durch Ausreise erlebten Goldman und Bergmann, als 1921 der Aufstand von Kronstadt niedergeschlagen wurde durch die Rote Armee. Die beiden sind also raus und das Buch wurde veröffentlicht. Allerdings, der Titel, den sie hatte, trotz allem, was sie an der Sowjetunion auszusetzen hatte, hat ihr gar nicht gepasst. Also meine Enttäuschung in Russland. Da meinte sie nämlich, das hört sich so an, als wäre sie von der Sache des Sozialismus selbst enttäuscht. Genau das wollte sie aber nicht zum Ausdruck bringen, sondern sie wollte zum Ausdruck bringen, dass ihr die spezifische Entwicklung der Sowjetunion nicht gepasst hat. Nicht der Sozialismus selbst. Auch über den Sozialismus als staatliches Programm, wie man ihn in westlichen Ländern hatte, nämlich als Sozialdemokratie, hatte Goldman relativ wenig Gutes zu sagen. Was sie zu sagen hatte, war zum Beispiel Folgendes: Jetzt, da er, also der Sozialismus, nicht länger eine schöne Vision ist, sondern ein praktischer, durchführbarer Plan, der vom Willen der Mehrheit abhängt, warum nicht? Politische Schlauheit singt seit jeher das Lob der Masse. Die Arme, die Beschimpfte, die Betrogene, die riesige Mehrheit, wenn sie uns nur folgen wollte. Aber ich behaupte, dass nicht die Handvoll Schmarotzer, sondern die Masse selbst für diese schrecklichen Verhältnisse verantwortlich ist. Also hier wieder haben wir das, dass die Masse als solche durchaus nicht positiv besetzt ist, sondern dass sie eher der Quell für diese abzulehnende Herrschaft ist. Ja, weil es eben diese Masse ist, die solche Führer gerne annimmt. Nun, also Emma Goldman wollte zwar nicht mehr in der Sowjetunion bleiben, aber in die USA konnte sie auch nicht einfach zurück. Sie war ja als gefährliche kriminelle Ausländerin deportiert worden. Nun ist sie also durch die europäischen Staaten gereist, aber mit dem, was sie an Ansichten hatte, konnte sie da nicht so richtig Fuß fassen. Denn einerseits war sie weiterhin sozialistische Anarchistin, also war sie gegen den Kapitalismus. Andererseits war sie aber auch grundlegend enttäuscht von der Sowjetunion, also war sie auch gegen diesen Sowjetkommunismus. Und wenn man das so gesehen hat, dann gab es sehr wenig Anschlusspunkte bei der europäischen sozialistischen Linken. Nicht nur, dass es wenig Anknüpfungspunkte gab, sondern man wurde auch nachgerade als politischer Gegner gesehen. Und wenn du als Sozialist unter diesen Leuten aufgetreten bist, hast du Entsetzen geerntet. So auch Goldman. Also, das waren keine guten politischen Partner für sie. Andererseits, wenn sie Kritik über die Sowjetunion geäußert hatte, dann applaudierten natürlich die Bürgerlichen, aber sobald sie dann angefangen hat, von ihren sozialistischen und antistaatlichen Vorstellungen zu sprechen, konnte sie bestenfalls erwarten, dass man über sie lächelt, weil sie halt eine träumerische Idealistin sei. Nun, in Deutschland hat sie nicht so richtig was gefunden, in
England auch nicht so richtig. Aber was sie da gefunden hat, war ein Grund, der besser sein könnte als die Liebe, um zu heiraten, nämlich der Grund, sich eine Aufenthaltsgenehmigung zu erschleichen. So, in England lernte sie James Colton kennen, den hat sie geheiratet, wurde dann britische Staatsbürgerin. Aber wie gesagt, auch da ein ähnliches Bild wie sonst auch in Europa. Niemand passte so richtig zu ihren politischen Vorstellungen. Sie konnte in keiner der etablierten Gruppen Fuß fassen. Also ist sie auch da weiter und wieder auf den amerikanischen Kontinent, diesmal aber nach Kanada. Im Jahr 1927, und zwar rechtzeitig, um da das Drama um Sacco und Vanzetti mitzubekommen, ist euch vielleicht auch ein Begriff. Nämlich waren auch das Opfer von Justizmorden, die Anarchisten waren und denen wurde die Beteiligung an einem Raubüberfall zugeschrieben, der aber wahrscheinlich gar nicht durch sie verübt wurde. Nun, also auch da wieder einige Propagandaerfolge zu feiern, nämlich an den Protesten gegen die Behandlung von Sacco und Vanzetti und auch in Kanada Vortragsreisen, agitatorische Reden und so weiter. Und schließlich beschloss sie dann im Jahr 1928 ihre Autobiografie zu verfassen, die man auch heute noch kriegen kann, in neuer Auflage und Übersetzung. Was sie sich eigentlich gewünscht hatte, war, dass die so herausgegeben wird, dass sie für jeden irgendwie bezahlbar ist. Also, dass du einen Band hast, den du dir als Arbeiter auch leisten kannst, um den dann zu lesen. Das ist leider nicht so passiert. Tatsächlich ist das Ganze in mehreren Bänden rausgekommen, die überhaupt nicht erschwinglich waren für den gewöhnlichen Arbeiter, aber in der bürgerlichen Presse ziemlich hohen Anklang fanden. Ja, warum? Großartige Geschichte, ein bisschen Heldengeschichte sogar und scharfe Kritik an der Sowjetunion, das mag die bürgerliche Presse. Und eben wegen dieser Kritik an der Sowjetunion war es eigentlich nur die kommunistische Presse, die dieses Buch nicht gefeiert hat. Naja. Trotz der Missstimmung in der kommunistischen Presse hat Goldman auch hierzu Lesungen gehalten und ist damit um die Welt getourt, aber auch hier erstmal nicht in die USA zurück. So, das ging eine Weile so weiter. Und in den 1930ern kam dann der nächste schwere Schicksalsschlag für Goldman, nämlich verschlechterte sich der Gesundheitszustand Bergmans zusehends. Sie selber war nicht anwesend und also nicht bei ihm gerade, als er beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen. Was er auch tatsächlich dann getan hat und Goldman versuchte noch rechtzeitig zu ihm zu kommen, um sich zu verabschieden, was nicht funktioniert hat und eben dieses schwere Loch in ihr gerissen hat, von dem sie sich auch zeitlebens nicht mehr erholen sollte. Da kam es dann gelegen, dass sie einen kleinen Aufschub dadurch bekommen hat, dass die spanische anarchistische Gewerkschaft CNT sie eingeladen hat, um bei denen zu sprechen. Vielleicht ist euch das ein Begriff. In den 1930ern, noch vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, gab es den Spanischen Bürgerkrieg, wo die junge Spanische Republik durch reaktionäre Soldaten in einem Putsch gestürzt werden sollte. Dem entgegen stellten sich republikanische, sozialistische, anarchistische Truppen und später internationale Truppen und zu diesen erstmal den Putsch bekämpfenden, aber auch im Zuge dessen die soziale Revolution vorantreiben wollenden Gruppen gehörte eben die CNT und Iberische Anarchistische Föderation, also die CNT in der Iberischen Anarchistischen Föderation, CNTFAI. Deren Theorie war ähnlich von dem, was Emma Goldman immer vertreten hatte, Emma Goldman eher als Vertreterin des kommunistischen Anarchismus, die CNT, diese Gewerkschaft, als Vertreterin des Anarchosyndikalismus. Anarchosyndikalismus ist eine Theorie und Praxis, die besagt, dass aus anarchistischen Gewerkschaften, die die Betriebe übernehmen und dann untereinander koordinieren, die neue Gesellschaft aufgebaut werden soll. Also eine revolutionäre Gewerkschaftsbewegung, kann man sagen. Nur dass die Gewerkschaften bei denen eben Syndikate heißen, so werden sie auch in Deutschland noch genannt, Syndikat einfach
das romanische Wort für Gewerkschaft. So, dass es das gab und dass die auch relativ erfolgreich waren im Zuge dieses Bürgerkriegs und Revolutionsversuches, das gab einen Aufschwung für Anarchisten weltweit, so auch für Goldman. Und sie konnte dann dort sprechen und hat das Ganze beobachtet. Eine unrühmlichere Sache der Anarchisten im Spanischen Bürgerkrieg ist vielleicht die Behandlung der weiblichen anarchistischen Gruppen, nämlich gab es da die Mujeres Libres, also die freien Frauen, die nicht in die regulären anarchistischen Verbände eingegliedert wurden. Von denen durften bei den Treffen, die das beschlossen haben, keine zugegen sein. Emma Goldman durfte es. Also so hohen Respekt hat sie auch bei den spanischen Anarchisten genossen, dass sie dabei sein konnte. Gut. Tatsächlich war der Respekt so groß, dass sie später als offizielle Repräsentantin der anarchistischen Gewerkschaft nach London geschickt wurde, da dann für den spanischen Revolutionsversuch agitiert hat. Aber ihr wisst ja wahrscheinlich, dieser Bürgerkrieg ging zugunsten der Reaktionären aus, also wurde eine Diktatur in Spanien errichtet, die dann auch auf Seiten der faschistischen nationalsozialistischen Kräfte im Zweiten Weltkrieg stand und die Anarchisten, bürgerlichen Republikaner und Sozialisten wurden geschlagen. Ja, man sagt häufig, dieser spanische Bürgerkrieg ist eine Art Vorgeschmack auf das, was dann kommen sollte, weil die Kombattanten schon ähnliche waren, also reaktionäre bzw. faschistische und nationalistische Gruppen, bürgerliche und sozialistische, auch im spanischen Bürgerkrieg schon da waren. Das Ganze auch im Zweiten Weltkrieg. Und auch zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hat Goldman sich antimilitaristisch betätigt. Sie hat den Zweiten Weltkrieg eigentlich behandelt, wie sie den Ersten Weltkrieg behandelt hat, nämlich als ein Aufeinandertreffen imperialistischer Interessen und war der Ansicht, dass die USA nicht in diesen Krieg eintreten sollen, weil, wenn man das tut, dann würde als quasi Wiederholung des Ersten Weltkrieges eine noch schlimmere, neue Form des Wahnsinns über die Welt hereinbrechen. Warum soll man auch keinen Unterschied machen zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland, faschistischen Italien oder reaktionären Japan und Staaten wie den USA, England oder Frankreich? Weil, so sagte Goldman damals, auch diese bürgerlichen Demokratien eigentlich verkleidete Faschismen seien. Eine, wie ich sagen würde, schlimme Fehleinschätzung, die sie damals getroffen hat, dass sie diesen Zweiten Weltkrieg so einfach analog zum Ersten Weltkrieg gemacht hat, so als habe sie ignoriert, dass die Bedrohung durch den Nationalsozialismus und den Faschismus so groß ist, dass man sie, auch wenn einem die Bündnispartner nicht passen, beseitigen muss. Trotzdem eine Sichtweise des Weltkrieges, den man noch heute in traditionskommunistischen Kreisen teilweise hört, dass es da eine Art Äquidistanz geben müsste zwischen Nationalsozialismus und USA als Kriegspartei. Nun, Goldman hat das damals auch so vertreten und andere mit ihr. Was sie allerdings nicht gemacht hat, was man bei solchen Positionen heute aber immer noch hört, ist, dass sie vom Antisemitismus abstrahiert hätte. Also so getan, als gäbe es den gar nicht. Warum hat sie das nicht gemacht? Sie liefert ein bisschen Material dafür, warum sie das nicht einfach ignorieren konnte. Nämlich sagte sie mal: Mein Leben war mit dem der Juden verknüpft. Ihr geistiges Erbe war das meine und ihre Werte waren in meine Existenz eingegangen. Das bedeutet nun nicht, dass Emma Goldman religiös gewesen wäre. Das war sie tatsächlich nicht. Hier, wenn sie sagt: Mein Leben war mit dem der Juden verknüpft, ihr geistiges Erbe war das meine, dann meint sie eher das, was aus dem Judentum kulturell überliefert wird, also ihre durch Familie überlieferte Tradition und das kulturelle Judentum. Das hat sie beeinflusst.
Außerdem hat sie auch Antisemitismus da erkannt, wo man ihn vielleicht nicht vermuten mag, nämlich bei der Linken und bei ihren auch linken Genossen. So heißt es, dass einer ihrer Genossen, der sich ihr gegenüber gebrüstet hätte, dass er so stolz sei über seine arischen Schenkel, dass er doch lieber über seine jüdischen Charakteristika stolz sein solle. Durchaus nicht unproblematisch, ja, solche jüdischen Charakteristika festzustellen, aber trotzdem muss man dabei sehen, dass sie niemals vergessen hat, dass man diesen Antisemitismus nicht einfach stehen lassen kann, auch nicht bei den eigenen Genossen. Den Staat Israel gab es damals noch nicht. Trotzdem gab es bereits eine zionistische Bewegung und wie man sich vielleicht denken kann, Emma Goldman hielt davon relativ wenig. Sie hielt das für einen weiteren bürgerlichen Nationalismus. All das aber, bevor sie den Holocaust in ihre Theorie einarbeiten konnte. Deshalb müsste man sagen, wie sie damals gegen den Zionismus als Staatsgründungs Idee war, bedeutet etwas anderes, wie wenn man heute sich dagegen ausspricht, wo es den Staat schon gibt und wo man in der Lage sein könnte, die Erfahrung des Holocaust zu verarbeiten. Ja, noch im Zuge des Eindrucks, den der Zweite Weltkrieg auch auf Amerika gemacht hat, wurde ein Interview und kurzer Fernseh-, also Filmbeitrag über Emma Goldman gemacht. Und den gucken wir uns jetzt mal an. Emma Goldman, the famous anarchist leader, has returned to the United States after an exile of 15 years. I'm delighted to be back in the United States. My hunting ground of 35 years. The country where I had my innings in the social and economic struggle, and where I decided to devote myself to the presentation of anarchism, a social philosophy which aims at the emancipation, economic, social, political, and spiritual, of the human race. Emma Goldman was perhaps the best known of the many immigrant anarchists who had come from countries all over Europe. Italians, Russians, Germans, and Spaniards had been converted to the ideas of anarchism, first preached by the Russians Michael Bakunin and Peter Kropotkin. The immigrant anarchists envisioned a world without leaders, a system of mutual aid made up of interlocking federations and communes. The anarchists hoped their persistent educational efforts would pay off when the working classes would spontaneously rise up and overthrow their oppressors. These immigrants created a whole self-contained culture with their own schools, colonies, newspapers, and publications. Together with other immigrant groups, they led anti-war protests during the First World War and were active in fighting the rising tide of fascism during the 1930s and 40s. And they were also the prime targets of government repression, earmarked for wholesale arrests, deportation, and lifelong harassment. What do you think about Russia, Miss Goldman? I consider Russia and America the most interesting countries in the world today. How about Hitler? I don't know him and don't want to. What is your opinion of Italy? Beautiful country minus Mussolini. Miss Goldman, should the government here object to your speeches of anarchism, would you change them or leave the country? I will leave the country rather than deny my ideas. I prefer to stick to my gun. Ja, also im Alter konnte Emma Goldman dann auch in die USA zurück einreisen, wurde da interviewt und wie ihr vielleicht eben gesehen habt,
war das ein durchaus wohlwollender Beitrag erstmal, wo was darüber erzählt wurde, wer sie eigentlich ist. Ja, man war sich dessen bewusst, dass das eine bekannte Persönlichkeit ist, die da jetzt nach USA wieder zurückkommt und hat erinnert an ihre Tätigkeiten dort, interessanterweise nicht an ihre Verstrickung und behauptete Verstrickung in Mordanschläge, aber kurze Beschreibung dessen, was Anarchismus eigentlich ist, und es wurde sogar gewürdigt, wie die Anarchisten gegen den aufkommenden Faschismus gekämpft haben. Im Anschluss dieses Interview mit ihr, wo man dann am Ende sieht, wie versucht wird, die Goldman aufs Glatteis zu führen, nämlich wurde sie gefragt, erstens, was halten sie eigentlich von Russland? Und dann sagt sie, ich finde, Russland und Amerika sind die interessantesten Länder heutzutage. Später dann, was hält sie eigentlich von Hitler? Sie kennt ihn nicht und möchte das auch nicht, war die Antwort. Und was hält sie von Italien? Antwort, wunderschönes Land, abgesehen von Mussolini. Warum fragt man sie so komische Sachen? Das klingt doch erstmal seltsam, weil eben versucht wird, dann trotzdem ihr eine anti-amerikanische, was dann gleichbedeutend gesehen wird mit pro-faschistische und pro-nationalsozialistische Haltung zu unterschieben. Scheint sie erkannt zu haben, dass es da schwierig ist, darauf zu antworten, ohne diese Unterstellung abzukriegen. Also reagiert sie da doch relativ gut drauf. Plus, es wurde ihr gesagt, sie wäre jetzt schon ein paar Mal wäre jetzt schon ein paar Mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, wäre das Land schon mal verwiesen worden, das wissen wir. Und was würde sie eigentlich machen, wenn sie wählen könnte, ob sie weiter ihre politische Propaganda macht oder das nicht tut und dann im Land bleiben kann, ohne die Gefahr zu verwiesen zu werden? Da sagte sie, nein, sie bleibt bei ihren Waffen und würde so weitermachen wie bisher. Und zur Not würde sie eben sich nochmal ausweisen lassen. Ja, leider ist es so, dass bei solchen biografisch orientierten Vorträgen, die zwangsweise mit dem Tod der besprochenen Personen enden, zumindest wenn das schon so lange her ist, so auch in diesem Fall. Und Emma Goldman hat diesen Grabstein bekommen, den man hier sieht. Da hat jemand ein Anarchistenzeichen, dieses A im Kreis, drauf geschmiert. Das gehört nicht zum eigentlichen Grabstein dazu, aber ist doch relativ passend so. Mit einem Bild von hier und einem falschen Todesdatum übrigens. Es wurde hier auf ein Jahr zu früh gesetzt. Das wirkliche Todesdatum ist der 14. Mai 1940. Plus ein Spruch dahinter, nämlich: Die Freiheit wird sich nicht zu einem Volk herabbegeben, das Volk muss sich selbst zu ihr aufschwingen. Das hat sie nicht selbst gesagt, würde aber durchaus zu ihr passen, weil die Freiheit bei ihr immer etwas aktiv zu erringendes war und nichts, was durch historische Notwendigkeit oder durch das gute Willen der Führer zu den Leuten kommt. Wo ist dieser Grabstein? Der befindet sich im Forest Park, wo auch einige der die Hingerichteten von der Haymarket-Affäre liegen. Ja, es ist eben etwas traurig, mit diesem Tod enden zu müssen. Und nicht nur biografische Geschichten, sondern auch Geschichten über den Anarchismus haben es so an sich, dass sie mit vielen Toten und Fehlschlägen enden. Deswegen könnte man sich doch denken, dass das alles umsonst war, was sie gemacht hat und dass sie einfach nur auf ganzer Linie versagt hat. Diesen Gedanken hat sie sich auch selber schon gemacht und ich würde jetzt zum Abschluss noch ein längeres Zitat von ihr bringen, das sich als Antwort auf diese Behauptung lesen lässt. Nämlich schrieb sie: In seinem beharrlichen Festhalten am Hergebrachten hat das Alte niemals gezögert, sich der schmutzigsten und grausamsten Mittel zu bedienen, um das Kommen des Neuen aufzuhalten, in welcher Form oder Zeit sich Letzteres auch immer geäußert haben mag. Es ist dazu nicht nötig, unsere Schritte bis in die fernste Vergangenheit zurückzuverfolgen, um sich das ungeheure Maß an Widerstand, Schwierigkeiten und Unrecht bewusst zu machen, das jeder fortschrittlichen Idee in den Weg gelegt wurde. Folter, Daumenschrauben und Knute gibt es heute noch, ebenso wie Sträflingskleider und Volkszorn,
die sich alle gegen den gelassen fortschreitenden Geist verschwören. Vielen Dank.